Ostduell geht in die nächste Runde. Hansa gegen Aue, Platz 17 gegen 12. Spannender kann es nicht mehr werden. Für uns geht es um alles, die goldenen 40 Punkte diesmal endlich klar zu machen und damit auch den Klassenerhalt zu feiern. Denn dann ist rein rechnerisch auch nichts mehr möglich, weil Dresden gepatzt hat, unentschieden gegen Düsseldorf. Okay, gepatzt, wie man es sehen möchte. Aber für Aue heißt es jetzt auch Gewinn. Sollte Aue verlieren, dann ist der Abstieg eigentlich auch schon in trockenen Tüchern. Es wäre schade. Eine kleine Hoffnung bleibt für Aue, denn 54 Jahre lang konnten wir nicht im Erzgebirgsstadion gewinnen. 1967 war das letzte Mal. Eine Ostmannschaft wird es am Ende treffen, entweder Dresden oder Aue. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr lieber in der zweiten Liga hättet. Am besten natürlich beide, aber das wird ja leider nicht mehr möglich sein. Ein dickes Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Mike, der uns diese Karten hier zur Verfügung gestellt hat. Grüße gehen raus, wirklich sehr, sehr korrekt. Du hast auf jeden Fall was gut bei mir, du weißt Bescheid. Auf geht's ins Erzgebirge. Wir machen uns schon mal einen Tag vorher auf den Weg. Die Bahnverbindung ist nämlich ja, eine Katastrophe. Und man kann sich auch das schöne Erzgebirge noch anschauen, sollte genug Zeit sein. Also, los geht's, ich nehme euch wieder mit. Perfekt, direkt im Stau hier. So startet man doch ins Wochenende. Alter, ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Aber Jungs, mein Enrico Kerntrikot, ne? Das wird uns jetzt hier durch den Stau bringen. Wahrscheinlich. Absoluter Lieblingsspieler gewesen damals mit dem besten Trikot und besten Sponsor. Ja. Geil, Mann. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, an das Fallrückzieher-Tor gegen Arminia Bielefeld. Hat sowohl bei Hansa gespielt als auch bei Aue. Ihr kennt ihn vielleicht. Der Eingang vom Hotel sieht einladend aus. Ich habe so Angst vor diesen Puppen. Richtig gruselig. Wow. Was ist das denn, Alter? Wir sind angekommen im Hotel und ja, der an der Rezeption war auch direkt ein Aue-Fan. Perfekt. War aber sehr, sehr nett, hat man sich gut unterhalten. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Alles sehr, sehr sauber hier. Zack. Und mit einer richtig geilen Aussicht. Hier nochmal das Zimmer. Ja, für eine Nacht. Das ist auf jeden Fall top. Kann man nicht meckern und nichts anderes sagen. Jetzt guckt euch mal den Ausblick an. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir sind angekommen im Erzgebirge an einem ganz besonderen Ort. Und zwar Lauter. Viel Tradition, viel Geschichte befindet sich dahinter. Passend dazu natürlich meine Hansa-Sachen. Die Autos stehen, bleiben hier immer alle stehen, aber Jungs, ich erkläre euch einfach mal die Geschichte, wie das Ganze so, ja, damals war. 1954, 55. Gucken uns ein bisschen an, wo Lauter, Empor Lauter damals gespielt hat. Wir haben ja gerade hier ja, ein bisschen ja, die Geschichte von Lauter erklärt und da haben wir gerade tatsächlich einen Aue-Fan, der hier vorbeigefahren ist, noch gesehen und ja, kannst du mal deinen Tipp raushauen? Also ich würde sagen 2-1 für Hansa Rostock, weil Rostock ist einfach nur extrem geil, Ostklub. Ja, man muss auch wirklich sagen, ich würde es Aue auf jeden Fall gönnen. Ne? Wir haben ja nicht mehr viel zu verlieren. Am Ende muss man einfach mal schauen. Ne? Wenn Aue jetzt gewinnt, dann ist die Hoffnung auf jeden Fall nochmal da. Ja. Habe mich aber mega gefreut. Wir stehen hier, auf einmal fährt er vorbei, ruft so oder bleibt dann so stehen. Hey Max. Als ob man hier direkt noch einen Aue-Fan sieht. Alter, Grüße gehen raus. Richtig geil. Freut mich immer wieder. Also ihr könnt mich ansprechen, wie ihr Bock habt. Übel korrekt und auch wirklich, ja, eine geile Aussicht. Hier kann man, ich gehe hier einfach mal über die Straße, ja. Hier kann man es sich gut gehen lassen, wenn man mal ein bisschen Ruhe und Abstand braucht. Ein paar Tage Urlaub. Das Schwarzwasser. Der Fluss heißt so. Da steht es auch nochmal, die Schwarzwasserbrücke. 1820 wurde eine Holzbrücke errichtet. Dann 96, 97, ja, mit Stahlbeton. Du lachst auch noch. Meine Freundin ist übrigens auch mit dabei. Brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, aber sieht echt schön aus. Jetzt gehen wir mal weiter und gucken, wo damals Empor Lauter gespielt hat. Bisher tote Hose hier, also nicht viel los. Aber das... Instagram.
Ja, es ist Samstagabend, muss man sagen. Gibt es dann hier vielleicht noch irgendwelche Anzeichen auf Empor Lauter? Wir gehen der Sache auf den Grund. Detektiv Max ist unterwegs. Ich denke mal, hier sollten wir nicht lang gehen. Eher ein bisschen weiter rein, geradeaus. Man sieht auf jeden Fall, dass man im Aue-Gebiet ist. Zum Sportplatz vom Lauterer SV Viktoria. Okay, krass, das wusste ich gar nicht. Wir sind einfach auch nur 2 Kilometer von Aue entfernt. Das Ganze ist also wirklich sehr, sehr dicht dran. Und das hat auch dann wohl den Grund, warum es damals 1954, 55 gehießen hat, dass es zu viele, ja, Vereine im Erzgebirge gibt. Haben die wirklich hier gespielt? Also wir gehen ja jetzt zum Sportplatz und das sieht so altertümlich aus, das Haus da hinten. Alte Schienen vom wahrscheinlich Bergbau. Man sagt ja, genauso wie auf Schalke, natürlich auch in Aue Glück auf, der Schacht kommt oder so. Und Glück auf, die Rostocker sind da. Ey, das sieht ehrlich so aus, ne? Ich glaube, man kann da sogar rein. Guck mal, das Tor ist direkt für uns geöffnet, auf dem Präsentierteller. Als ob die hier gespielt haben. Stadionordnung Lauter. Und da ist tatsächlich schon Hansa-Aufkleber gewesen. Ich glaub's nicht. Das sieht echt so aus. Hier müssten dann wahrscheinlich irgendwie die Ränge gewesen sein. Am alten Stadion von Empor Lauter. Also kurz erklärt, es gab zu viele Mannschaften im Erzgebirge und deswegen hat sich dann Empor Lauter auflösen müssen. 12 Spieler plus Trainer sind dann hoch nach Rostock gewandert. Und ja, für Lauter war es natürlich nicht so geil, für uns natürlich umso besser, dass man dann in der DDR-Liga auch mithalten konnte. Und so ist das Ganze dann entstanden. Der SC Empor Rostock hat sich dann 1965 natürlich dann zu Hansa Rostock umbenannt. Und ja, wer jetzt noch die genaueren Informationen haben will, kann ja einfach googeln. Ich finde das eigentlich immer ganz geil, noch ein bisschen, ja, davon mitzubekommen. Und für die Leute, die es interessiert, haben wir es jetzt gemacht. Warum ist die Tür so offen? Richtig gruselig. Mal reingucken, ob es hier irgendwie spukt. Na gut, ein bisschen Müll, Zeitschriften und eine Pfanne. Warum ist... Ne, wie heißt das? Ein Topf ist das. Ja, meine ich doch. Ganz ehrlich, das sieht jetzt auch nicht einladend aus, das Gebäude da hinten. Aber es wäre schon mal interessant, da vielleicht noch hinzugehen. Hier schön in der Dämmerung. Und ob die jetzt wirklich... Oh, ich höre da was. Ja, alles abgeschottet. Ob hier noch aktiver Fußball gespielt wird, das wissen nur die Legenden bzw. die Leute, die hier wohnen. Ja doch, A, B und C Jugendspielort. Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße. Aber warum das so, ja, tot aussieht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn man das jetzt dann so vergleicht, das war ja 1954, 55 und was auch immer. Ob dann jetzt hier Tribünen waren oder so, boah, das können halt nur noch die älteren Leute beantworten. Ja, gehen wir jetzt mal in unser Hotel und, ach tatsächlich, guck mal an. Hier überall Hansa-Aufkleber, waren schon ein paar Jungs am Start und haben hier die Vergangenheit auf jeden Fall in die Neuzeit verpackt, verewigt. Geil. Hansa-Fans überall. Und es gibt eine gute Nachricht. Damian Rosbach verlängert bis 2024. Das ist schon mal ein Anfang. Jetzt müssen die nächsten Spieler noch nachziehen. Ich muss wirklich sagen, er hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und ist einfach unsere Sicherheit in der Verteidigung. Auf Rosbach. Ich bin gespannt, ob es morgen einen Auswärtssieg gibt. Matchday, heute ist es soweit, wir spielen gegen Wismut Aue. Hast du denn gut geschlafen? Ja. Meine Freundin auch wieder dabei, man munkelt Glücksbringer. Dein Tipp für heute? 2-0, Rostock. 2-0? Okay, lass uns überraschen. Auf geht's ins Erzgebirgsstadion. Ich habe den Sonderzug von unseren Rostockern gefunden. Da werden sie dann, ja, mit Polizeischutz ins Stadion gebracht. Das alte Aue-Logo. Ich hoffe, es bleibt friedlich. Aber eigentlich Aue und Hansa, die sind jetzt nicht befeindet und sonst was. Deswegen kann ich es mir nicht vorstellen. Ach, das ist mit Blumen gemacht. Richtig geil. Also das feiere ich. Sieht echt fresh aus. Da geht es schon wieder ab. Polizei überall. Hier auf der anderen Seite auch nochmal eine richtige Polizeistaffel. Regenwahrscheinlichkeit 90%. 93%. Aber jetzt mal ungelogen, ich hätte auch nicht gedacht, dass Aue so schön ist.
Okay, bis auf hier diese alten Häuser hier. Da hinten das Aue, die Aue-Fahne. Aber sonst, Julia, gib mal ein Statement ab. Ja, hab ich mir auch schlechter vorgestellt. Jungs, vorm Erzgebirgsstadion mit einem richtig korrekten Aue-Fan, der uns auch geholfen hat, Karten zu bekommen. Ihr sitzt ja oder steht im Ultra-Block, ja. Ne, aber der Osten hält zusammen. Der Osten hält zusammen auch. Ja, auch wenn es heute um alles geht für euch, ne, muss man ja sagen. Ja, werden wir sehen. Euer Tipp? Ich tippe auf ein 2-0, wir können uns weit aufspielen. Wir sind jetzt eigentlich schon durch. Ich mache so ein 1-1 oder vielleicht noch ein 2-1-Sieg. 2-1-Sieg? Ja, also ich bin ganz ehrlich, wir haben nicht so viel Druck, deswegen kann es natürlich komplett in eine andere Richtung gehen. Bisschen undercover, Jungs, ihr wisst, wo der Schal ist. Ja. Ihr habt es ja vielleicht auch auf Twitter gesehen, Union-Fans wurden rausgeschmissen in Leipzig. Das wollen wir mal jetzt nicht riskieren, dass ich hier gleich aus dem Stadion fliege, aber wäre ja witzig. Wäre auch ein bisschen witzig, aber gut. Wer kennt diese Legende? Munsi, Junge! Auch einfach bei Aue ausgeliehen, ne? Ja, ausgeliehen. Maschine. Der war absoluter Fanliebling gewesen. Oh, der Rostock-Bus, da wird gerade hier die Schranke zugemacht, damit er nicht zerstört wird. Aber ja, warum sollte er zerstört werden, ne? Ja, geil. Ich grüße meinen Ehrenbruder Wiener Hatsche. Grüße gehen raus, Raf Kamora lebt. Okay, perfekt. Und ich grüße meine Freundin Mia. Ich liebe dich. Die Hansa-Fans alle noch am Eingang. Hier müssen wir rein. Aber schickes Stadion. Jetzt hier schon mal. Der erste Eindruck ist ja neu, ne? Seit wann? Seit wann ist das? 2018, so frisch? Ja, ja. Oha. Okay. Richtig geile Sicht hier. Mike, wenn du das siehst, absolute Top. Ja, muss man einfach so sagen. Dickes, dickes Dankeschön. Hoffentlich fliege ich jetzt hier nicht raus, Mann. Aber die Aue-Jungs haben gesagt, Max, da passiert nichts, keine Sorge. Mein Tipp für heute, 2-2 oder 3-2. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Fröde wieder am Start. Da hinten Ingelsson. Der wird mal treffen, der Junge. Schwedische Hoffnung. Die Aue-Spieler kommen auch rein. Heute ist auch 80er-Jahre-Motto im Auswärtsblock. Noch eine kleine Geschichtsstunde dazu. Aue, DDR-Meister 1956, 57 und 59. Unsere beste Begleitung Nummer 1, Markus Keuge, die 2, Timo Becker, mit der 4, Damian Rosbach, mit der 5, Simon Rein, die 10, Karel Stujovic, mit der 14, Svante Ingelsson, mit der 16, Rein Melon, die 17, Hanno Behrens, die 18, schon fertig. Am Ende werdet ihr es nochmal sehen, meine Switch-Ausstellung, und dann werden wir gucken, wie erfolgreich ich an dem Spieltag war, und jetzt gibt's die Aue-Hymne. Scheiße. Ja, weil es auch immer diesen Gong gibt bei Pauli, deswegen wird hier schon mal eingestimmt. Mit der 3, Dirk!
Die neuen Toni! Mit der 10, heute unser Kapitän, Dimitri! Mit der 30, Sam! Und die 31, Ben! Los geht's mit dem Steiger! Und es gibt eine Hoffnung für Aue. Wir tun uns immer schwer gegen Teams, die unter uns stehen. Ich erinnere nur, Jungs, in der dritten Liga gegen Jena, gegen Lübeck. Wir haben uns immer schwer getan. Deswegen, wer weiß, ob Aue es heute schafft. Ich hoffe natürlich heute, dass wir gewinnen. Das wurde doch auf Schalke gespielt. Das lief. Und für die Ewigkeit, wir lassen Hansa niemals im Stich, niemals! Anpfiff, das Geile ist, zweite Hälfte auf unser Tor wieder. Boah, da will ich ein paar Dinger sehen, Mann. Vielleicht muss ich dir das erklären. Der hat immer einen Helm auf dem Kopf, weil das der Glücksbringer ist, weißt du? Pavel Dotschev da hinten, sieht man den. Da ist er. Hat auch viel für Hansa getan in der dritten Liga. Gute Freistoßmöglichkeit. Egal, Haupt 9. Passt auf ihn auf, Mann. Ah, ne, Jojic, glaube ich, keine Ahnung. Nix. Starkbecker! Sandhausen führt gegen Nürnberg. Das Ding ist, es wird jetzt auch, da habe ich mit dem Aue-Fan eben noch gesprochen, eng für uns eventuell. 15. sind wir sonst, wenn wir jetzt hier auch verlieren. Wenn, im schlimmsten Fall verlieren wir alle Spiele, Dresden gewinnt auch und überholt uns. Nürnberg, strengt euch mal ein bisschen an. Boah, der lässt sich da einfach umfallen, Mann. Die ersten 15 Minuten gehen an Aue, das muss ich einfach so sagen. Wir kommen da gar nicht raus. Habe ich doch gesagt, der wurde einfach umgenockt. Zarostok. Schalalalalala. Komm schon, mach dein nächstes. Was denn? Schon. Mach da, mach da. Ja! Yes, wieder Johnny. Der macht die Elfer immer eiskalt rein. Habe ich genauso gesehen. War auch ein Elfmeter, muss man so sagen. Ist das geil, Mann. Also dein Tipp wird nichts mehr mit 2-0, aber meiner. Aber Aue macht auch gut Stimmung. Muss man auch einfach mal hier zugeben. Gut aufgepasst. Oh, vernascht er den Jungen.
hat er den vernascht, der Hanno. Oh, jetzt aber aufpassen hier. Weiter! Abschluss, Abschluss. Ja, genau, genau. Nee, 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 nee. Ja, wo ist denn noch Dujovic? Komm. Dujovic! Schöner Streifmann. Irgendwann muss er sich mal belohnen. 40 Minuten gespielt. Schön mal schießen, Junge! Die nächste gute Möglichkeit. So langsam wachen wir auf. Am Anfang muss ich sagen, hat mir das nicht so gut gefallen, aber jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus. Ja, 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 auf Dujovic! Müsste Halbzeit jetzt sein. Oder gibt er eine Minute? Ah, der hat schon die Pfeife im Mund. Sollte gleich vorbei sein. Oh Mann, Behrens, oh Mann, oh nee! Ey, meine Fresse! Was macht der da? Also so ein blöder Fehler! Da liegt er, er weiß es! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das war wirklich das größte Geschenk des Jahrhunderts! Der hatte die Pfeife schon im Mund und dann macht Hanno den Fehler. Ein absolutes Geschenk, aber das weißt du selber, da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Es ist halt trotzdem, wir haben uns so gut gefangen und schenken Aue ja, die 2:1 Führung zur Pause. Und den Auern empfohlen, der ja, schudelt doch, macht eine Live-Probe, um das auszudenken. Das soll typisch sein für Aue. Das hat meine Oma damals auch gemacht. Immer in Rostock. Mit Fleischwurst. Ich kenne das sogar. Das ist gut. Am Anfang habe ich echt gedacht, Aue schießt uns hier ab. Die waren überlegen. Dann kamen wir so ab der 35. öfters ins Spiel. Der Elfmeter war, denke ich, auch einer. Auf geht's in die zweite Hälfte. Vielleicht wird es ja doch was mit meinem richtigen Tipp. 2, 2, 3, 2 für uns. Schalala, FC Hansa. Jetzt kommen wieder die Einwurfkünste eines Malones. Ich erinnere gerne an Schalke, wo der Einwurf Gold wert war. Wird es jetzt auch? Hallo! Hallo! Hallo macht sein Ding und sein Fehler wieder gut. Ups, sorry, sorry, sorry. Die drehen sich hier um. Aber alles entspannt. Ich habe auch mit denen all geredet. Schalo, 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 schalalala, schalalala, schalalala. Auf Ansage Einwurf. Es hat wieder funktioniert und Hanno Behrens wichtig, dass der Junge hier nicht mit schlechtem Selbstvertrauen nach Hause fährt, Mann. Oh ja, ja, komm, Rossmann nochmal, ja, ja, stark, stark. Schöne Ecke rausgeholt, Junge. Was sind das aber auch für geile Plätze hier, ey. Direkt vorne vor der Nase hast du den. Oi. Oh ja, Alter. Becker mit dem Streif. Wäre das traumhaft gewesen. Zweite Hälfte kommen wir richtig gut raus. Flankt er oder schießt er direkt? Er macht direkt. Okay. Okay. Oh, 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 ja. Ist gut da. Ingelsson, komm, spiel ihn doch. Spiel ihn noch mal. Ja. Und jetzt die Flanke. Nein. Jetzt so hoch, ey. Oh, und jetzt ist der frei. Ey, der ist da so frei. Aber er stoppt ab. Er stoppt ab. Vielen Dank. Knapp 11.000. 2.000 von Hansa. Ja.
3-2 gibt, dann ist der Klassenerhalt sicher. Freistoß zum Klassenerhalt. Da hinten ist er nämlich. Faul, glaube ich, hohes Bein. 80. Minute. Spiel gefällt mir in der zweiten Hälfte deutlich besser von uns. Jawoll, wollte ich sagen. 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht gibt es noch eins. Ja, FCH! Durch die Beine! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das wäre der Lucky Punch! Und das war's. 2-2 am Ende. Würde ich sagen, okay, erste Halbzeit gegen Anaue. Wir haben ihnen ein paar Geschenke gegeben, aber in der zweiten Hälfte waren wir deutlich besser. Geile Stimmung von beiden Seiten. Da kann man zufrieden sein. Ich gucke. Sehr korrekter Hansa-Fan, der auch die Videos kennt. Ich auch. Stark, Jungs. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Ich kann es immer nur wieder sagen. An Aue natürlich auch alles Gute. Vielleicht packt es ja noch. Ich sag mal so, klar, gegen Bremen, Darmstadt wird es schwer. Man muss realistisch bleiben. Aber vielleicht sieht man sich in der übernächsten Saison wieder. Gibt wahrscheinlich das Trikot vor unserer Nase, oder? Oder gibt er, gönnt er? Ich weiß es nicht. John, Junge! John! John, ey! Geil! Oha! Ey, John! Ey, Kinder, moin! Ich bin stolz auf dich, ey. Jeden Tag, jedes nächste Spiel kommt. Beim Hamburg-Spiel, ne? Ja, beim Hamburg-Spiel. Wir haben gesagt, ich schaue jeden Tag neu wieder. Ey, vielen Dank, ne? John, wirklich, es ist mir eine Ehre. Danke dir. Geil, John! Komm gut nach Haus, ne? Geil, einfach John. Ich glaub's nicht. Da geht er hin. Seine Kinder gucken auch die Videos. Ich fühle mich geehrt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hammer, wirklich Hammer. Einfach Hammer. Hätte diskutiert auch noch mal mit ein paar Hansa-Fans hier. Zu geil, zu geil. Ich bin so blöd, ich war so nervös. Ne? Ich habe John vergessen, nach einem Foto zu fragen, jetzt ungelogen. Ich mache mir gerade Vorwürfe. Ich habe es einfach vergessen, Jungs. Kennt ihr das? Ich wusste, er stand da einfach und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und dann hätte ich ihm noch fragen sollen, ob er seinen Vertrag verlängert. Und vor allem hätte meine Freundin das Ganze auch einfach filmen können, wie wir noch zusammen geredet haben. Richtig korrekt. Gruß geht nochmal raus an John Verhoek und seine Kinder. Das ist wirklich, ja, das größte Lob, was man eigentlich haben kann. Der Top-Torjäger von unserem FCH. Zu krass. Ich habe ja sogar ein Trikot von ihm. Ich ärgere mich einfach unnormal, dass ich hier kein Foto gemacht habe. Also ja, beim nächsten Mal, wenn es nochmal nächstes Mal gibt. Hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ja, bedanke mich an jeden einzelnen Support. Schreibt gerne rein, wie ihr das Spiel gesehen habt, euer Feedback und vielleicht kriege ich ja irgendwann nochmal die Chance. So, der Spieltag ist rum. Hier seht ihr nochmal meine Spitch-Aufstellung. Wäre ein bisschen abgestunken. Platz 1319 sind wir geworden von 1451 Teilnahmen. Manchmal ist das leider so. Wir hatten zwar John Verhoek drin, der auch getroffen hat, Dujevic, aber am Ende, ja, Neidhardt, der leider heute nicht gespielt hat. Ich wollte es noch ändern, nur im Stadion war kein Empfang mehr und ihr könnt immer einsteigen, ob es am Freitag ist, am Samstag oder jetzt hier am Sonntag, da seht ihr es. Wir haben nur Hansa-Spieler, Nürnberg-Spieler und Hannover-Spieler, die alle heute nur am Sonntag gespielt haben. Also schaut da gerne mal unten in der Beschreibung vorbei, wenn ihr Bock habt und denkt, dass ihr es besser könnt als ich. Ihr könnt es kostenlos oder mit Echtgeld spielen. Bleibt stabil, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.